Magnete, cool. Einfach mal mitgenommen. Gut, Lotti reißt uns nicht die Arme raus. Schnell weg, bevor es jemand merkt. Magnete können wir vielleicht noch gut gebrauchen. So, dann gucken wir mal, was haben wir denn hier noch so alles? Wir können in die Gasse gehen. Man kann hier auch so lustige Sachen machen, wie beispielsweise Leertaste drücken. Und dann wird einem angezeigt, wo man alles überall noch suchen kann. Aber ich denke, das wird nicht ganz so notwendig sein. Hm, Sprengplan, cool. Das ist eine Karte der Schrottstollen. Ich frag besser Hanek, wie das funktioniert. Machen wir gleich. Bing! Hey, warum arbeitet ihr nicht? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Darum! Ach, kein Problem. Wir haben Magnete dabei. Und ruf da. Oh, cool. Jetzt können wir die Magneten setzen. Und das ist schon das nächste Rätsel. Und zwar haben wir ja gesehen, dass die Typen da in dem Gebäude, die haben alle so verschiedene Hüte gehabt. Und die haben gesagt, der Hutmacher, der Hutmacher ist der ehemalige Dachdecker. Das heißt, die Hüte und die Dächer werden sich garantiert irgendwie ähneln. Und am besten wäre es natürlich jetzt, die Leute wegzulocken, indem wir einfach mal ihre Häuser sprengen. Damit würde ich sagen, das war einmal der mit der Propellerkappe, der die ganze Zeit mit den Füßen gewedelt hat. Das hier war der Dürre mit der komischen Stimme. Und das dritte, wo ist denn das Chaos? Das hier unten ist es, okay. Gut, da können wir jetzt zurück. Und dann ist der Sprengplan theoretisch erstmal ausgebaut. Und da ist ein Chameleon. Chameleon. Chameleone. Reden wir erstmal mit Hanek. Ach, hier, Rufus. Rufus. Genau. Wie genau funktioniert das mit dem Sprengplan? Oh, das ist eine spannende Sache. Echt? Das bezweifle ich. Der Sprengmeister legt die nächsten drei Sprengpositionen fest, indem er den entsprechenden Quadranten mit Magneten markiert. Dann läutet er die Glocke. Ich gebe das Signal dann weiter an den Grubenarbeiter, der unten im Stollen die Sprengsätze anbringt. Dann wird gesprengt. Und dann kommt der spannende Teil? Nein. Eigentlich war es das dann. Ja, wusste ich's doch. Okay. Was treibt ihr da unten eigentlich? Na, was wohl? Wir sind Müllsucher. Wir suchen nach nützlichem Schrott. Aber meistens ist Schrott eben nur Schrott. Also, nutzlos. Ich wollte gerade sagen. Ich habe zum Beispiel eine ganze Sammlung von Autoschlüsseln, die zu längst verwrackten Autos gehören. Interessant, wir haben doch schon ein Auto gesehen. Nee, nützlicher Schrott, das ist eigentlich ein Widerspruch in sich schon mal. Ist zufällig mein Schlüssel dabei? Weiß nicht. Wie war noch gleich dein Name? Mein Name ist Rufus. Rufus. Mal nachdenken. Rufus, Rufus, Rufus. Nein, ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Dann sind wir Wenzel. Wenzel. Mal nachdenken. Wenzel? Wenzel? Ja, Wenzel. Wenzel? Ja. Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Ah. Toni. Mal nachdenken. Toni? 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 Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Die Windschutzscheibe von dem Vergiss Auto es. War ja Komisch ziemlich verdreckt. Vielleicht können wir da dran dann erkennen, wenn wir die sauber gemacht haben, was genau wir für einen Schlüssel, also wer dem gehört, wer das, der, wem das Auto gehört. Mann, ich kann schon kaum noch reden. Na gut, dafür reden jetzt einfach mal die Personen dort wieder. Ist das da drüben dein Papagei? Ja. Die Charaktere. Wir benutzen ihn, nicht um Person. Gefährliche ja. Gase im Stollen zu erkennen. Ihr wisst schon. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papageien besorgen. Verstehe. Sehr schön. Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Ja, aber das interessiert mich nicht. Ich habe schon eine Frau, die ich in den Stollen schicken kann. Und für zwei Frauen ist es da unten zu eng. Ach ja, L'amour. Bis bald. Tschö. Rufus. Rufus. Genau. Kannst mich auch Drockelbecher nennen. So, gehen wir mal zur Notfallstation vom Herrn Gizmo. Die Notfallstation macht Mittag? Na toll. Und was, wenn es einen Notfall gibt? Mein nuklearbetriebener Satellit könnte auf Kuvak stürzen. Oder die Grizzlies sich aus meinen Laufrädern befreien. Denkt denn niemand mit? Was? Zur Hölle? Na toll. Mein Was zur Hölle hat Rufus schon alles gemacht? Ja, das wissen wir mittlerweile. Hey, Papagei. Hallo. 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 Ich habe Hunger. Ich ernähre mich schon seit Tagen nur von Würmern. Ignorier ihn. Meine Frau redet manchmal mit sich selbst, wenn sie da unten ist. Da hat er das eine oder andere aufgeschnappt. Wir dürfen uns nicht mehr treffen. Ah, mein Mann ist
blindes Gehör. Ah, sehr schön. Wenn die Frau die ganze Zeit sich nur von Würmern ernährt. Gehen wir mal in Lonzos Kneipe. Lonzo wird wohl der Barkeeper sein. Ach, er ist das mit den Achselhaaren, verstehe. Ah, Rufus. Ich dachte, du seist auf dem Weg nach Elysium. War ich Bist auch. Bist du zurückgekommen, um deine Schulden bei mir zu begleichen? Nein. Oh, das, hör mal, Lonzo. Ich hätte es noch gemacht. Aber so einen Fluchtapparat zu bauen, kostet viel Zeit und, Lass gut sein, Rufus. Es hat hier doch eh niemand damit gerechnet, dass du es schaffst. Na super, danke. Er ist wenigstens ehrlich. Gucken wir mal, was haben wir denn hier so? Ein Dartpfeil. Den können wir vielleicht nochmal gebrauchen. Was haben wir denn hier noch? Ist das ein Gameboy? Cool. Ein Vorhang, okay. Machen wir den mal auf. Was soll das denn? Baut Lonzo eine neue Kaktuspresse? Oder einen schnelleren Shaker? Unmöglich, er hätte mich sicher um Hilfe gebeten. Natürlich, Rufus. Du bist ja unabdingbar, was sowas angeht. Das Einzige, was es auf diesem Planeten zu trinken gibt. Na, von wegen. Zum Glück bin ich immun gegen Werbung. So, und jetzt ein Steak. Du bist sehr immun gegen Werbung, Rufus, natürlich. Nehmen wir das Schild mal mit. Das können wir anscheinend mitnehmen. Noch irgendwas? Aus dem roten Vorhang? Nee, dann quatschen wir mal mit dem Lonzo. Der arme Lonzo. Ohne mich wird er ganz schön aufgeschmissen sein. Du, Lonzo. Ja. Lang nicht gesehen, Lonzo. Mal sehen. Stimmt. Irgendwas Neues? Ach, komm schon. Das hier ist Kuva. Hier passiert nie was Neues. Tja, ohne mich wäre hier echt tote Hose. Es gäbe weniger Explosionen. So viel steht fest. Schade für euch, dass ich weggehe. Zum Heulen. Ja, ja. Bekomme ich einen Schnaps? Kommt drauf an. Begleichst du deine Schulden bei mir? Aber klar. Sobald ich wieder flüssig bin. Du weißt doch, dass ich ein Mann bin, der zu seinem Wort steht. Mhm. Zumindest bis du ein neues Wort gefunden hast, neben dem du besser aussiehst. Das hast du schön gesagt. Aber irgendwo hat er ja recht, ja. Man kann sich alles schön reden. Man muss nur versuchen. Man muss es nur versuchen, so rum. Hast du von den Hast du von der Fremden gehört? Ja, aber es interessiert mich nicht. Sag jetzt nicht, dass du da mitmischen willst, wenn sich die Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen. Ach, du kennst mich doch. Ich bin immer in vorderster Reihe, wenn... Ja. Sich Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen? Genau. Hast du zufällig etwas, das wach macht? Seit wann bestellst du denn Kaffee? Hast du wieder Tonis Maschine kaputt gemacht? Das ist eine andere Geschichte. Wie oft muss man dir denn noch sagen, dass es bessere Methoden gibt, um Öl zu filtern? Nein, es geht nicht um schnöden Kaffee. Ich meine etwas, das so richtig, richtig wach macht. Eine Art ultimativen Wachmacher. Ultimativer Wachmacher. Lonzo, alles klar? Okay. Er sieht nachdenklich aus. Vergiss einfach, dass ich gefragt habe. Ich gehe dann mal. Nein, nein, warte noch. Ich glaube, ich habe genau das Richtige für dich. Okay. Oha, jetzt kommt's. Sehr schön. Die Musik. Oh Mann, auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Freut uns, dass wir helfen können. Hey, wow. Du hast da Rohre, Tanks, Ventile, ein Ding. Ja, was ist das? Es ist eine Espresso-Maschine. Aber nicht irgendeine Espresso-Maschine. Dies ist die Mutter aller Espresso-Maschinen. Okay. Ich habe sie selbst frisiert. Sehr schön. Und ihr Schleifen ins Haar gebunden. Genau. Da bleibt ja nur noch eine Frage. Was genau ist dieses Espresso? Tja, sicher bin ich mir da auch nicht. Ich glaube, es ist eine Art hochkonzentrierter Kaffee. Ganz genau. Die Menschen aus der Vorzeit haben ihn getrunken. Sind wir die Menschen aus der Vorzeit? Und dann haben sie die Maschine zu lange angelassen. Interessant, das spielt also alles in der Zukunft. Ich habe den Kompressor nach alten Aufzeichnungen gebaut, die ich gefunden habe. Leider waren die Bilder sehr undeutlich. Aber ich glaube, ich habe alle Zutaten entschlüsseln können. Nimm das Rezept, das da vorne auf dem Hocker liegt. Sobald du mir die Zutaten bringst, können wir loslegen.
Ich hoffe, ich kann meine Lebensversicherungspolice bis dahin finden. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Okay. Ach, der Hocker. Okay, den habe ich gerade nicht gesehen. Krake. Aber, na gut. Ich brauche klares, belebendes und energiereiches Wasser. Wow. Das Kaffeepulver muss schwarz, aufputschend und aus heißen Bohnen gemahlen sein. Nichts davon gibt es in Kuwak. Aber halb so wild. Bei meinem Improvisationstalent finde ich bestimmt einen passenden Ersatz. Doch, eine Sache haben wir sogar schon mal gesehen. Und das ist die heiße Bohne. Roter Was Vorhang. Was für eine Präsentation. Könnte man hier und da noch etwas verbessern. Aber für einen Dilettanten wirklich bemerkenswert. Das stimmt, hinter dem Vorhang und alles und dann... Din, 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 din. Ich fand die Musik echt geil. So, können wir jetzt nochmal mit ihm reden? Was soll ich noch gleich machen? Es steht alles in dem Rezept. Besorg die Sachen und komm wieder zurück. Ich präpariere derweil die Espresso-Maschine. Alles klar. Gut. Ich gehe dann mal Zutaten besorgen und so. Mach das. Ja, der uns jetzt jede Zutat irgendwie dreimal erklärt oder so, das müssen wir ja jetzt auch nicht haben. Hätte ich zwar jetzt machen können, vielleicht fehlt da jetzt ein Stück Dialog, aber wir wollen hier auch ein bisschen vorankommen. Ich meine, wir sind jetzt schon die ganze Zeit irgendwie hier so gewesen. Oh, was cool. War das? Ah, die Notfallstation hat wieder auf. Das heißt wohl, dass ich jetzt die riskanteren Manöver auspacken kann. Da bin ich mal gespannt. Gucken wir mal zur Notfallstation. Wir haben anscheinend ein bisschen Zeit totgeschlagen. Vielleicht ist der Goal wieder aufgewacht, aber ich glaube sehr weniger. Da müssen wir wahrscheinlich den Espresso für machen. So, dann haben wir hier also jetzt die Krankenstation. Lachgas. Container. Der Clown unter die Narkosegasen. Oh, der Clown unter... Mann, warum? Okay. Aber irgendwo hat er ja recht. So, jetzt müssten wir ja einen Ballon mit Lachgas haben, genau. Hier, hab Spaß, Rufus. Okay, nee, denn doch nicht. Dann lachen wir jetzt doch nicht. Was ist das? Seziermesser? Oh, cool. Ich verstehe nicht, wofür der gut sein soll. Ich hab doch schon genug Löcher in den Zähnen. Sehr schön. Naja, nehmen wir ihn vorsichtshalber mit. Noch irgendwas? Nee, anscheinend nichts mehr, was wir jetzt erstmal mit dem... Wozu ist das Ding? What the fuck? Okay. Ziehen wir mal den Hebel, mal sehen, was dann passiert. Gizmo ist nicht da. Das heißt, ich kann unbemerkt mit seinen Berufen spielen. Cool. Ja, sehr cool. Seit das Altersheim abgesackt ist, lassen sie mich nicht mehr zur Strafarbeit in die Schrottminen. Vielleicht funktioniert unser Rechtssystem ja doch. Sehr schön, sehr schön. Puh, im Schrank sah sie leichter aus. Und nein, ich lache nicht irgendwie künstlich, so lache ich einfach. Da besteht keine Fluchtgefahr. Okay, Zellengitter, okay. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Außer vielleicht dieses? Scheint so. Es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Ich hab grad nicht geblinzelt, Rufus, aber okay. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Aber was ist, wenn Uri Geller um die Ecke kommt? Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Na komm, nur einmal. Benutze die Macht. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Überrede George Lucas vielleicht Disney wieder... Disney zurückzukaufen. Überrede George Lucas, wieder Lucasfilms zurückzukaufen. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Verdammt! Da hast du schon telekinetische Kräfte und was machst du? Du benutzt sie nicht für das Gute. Hey, cool.